Die europäischen Nachkommen von AV Fritsch in Prag hatten drei Generationen lang keine Ahnung über die Loray-Geschichte. Erst als in dem Millenniumjahr 2000 einige tschechischen Kameraleute nach den Spuren ihres berühmten Landsmannes AV Fritsch suchten, unter anderem auch in Chaco, kam der Schock. Nebenbei und unvermutet stießen sie ganz zufällig auf Fritschs indianische Chamakoko-Tochter. Die größte Überraschung aber war, dass die Fritschs Tochter Hermina Ferreiro Fritsch immer noch lebte. Inzwischen war sie 95 Jahre alt, wie ihre Dokumenten belegten. Als davon der Forschers Enkel Pavel Fritsch und seine Frau Ivona in Prag erfuhren und einen Hilfsbrief von dem Herminas Sohn Rodolfo erhielten, eilten sie selbst zu den Chamakokos nach Paraguay, damals noch voll von Angst, wie sie von ihnen wohl aufgenommen werden. Bis dato kannten sie ja nur die Romane ihres Großvaters über die wilden Indianer Chamakoko vor 100 Jahren. Als sie aber von ihnen sehr freundlich empfangen wurden und die Gesichtszüge von ihrer Hermina sahen, waren alle ihre Zweifel verflogen. Die Fritsch-Familie ist in Paraguay heute zahlreicher als in Europa. Pavel und Ivona Fritsch beschlossen nun, ihren Verwandten zu helfen. Die Chaco-Nachfahren der Fritsch-Familie beschlossen sich selbst ab nun als Chaco-Makoko zu benennen. Pavel und Ivona gründeten eine gemeinnützige Organisation, die diesen neuen Namen Chaco-Makoko übernahm. Die Stiftung hat ihre Sitze in Tschechien und in Paraguay. Drei Generationen von Tschechen kannten schon die spannenden Romane des berühmten AV Fritsch über den Chaco und Paraguay, waren von der rührenden Wende der Geschichte überrascht und begeistert, und so gibt es von ihnen zahlreiche Spenden für die Chaco-Makokos. Das Ziel dieses Vereins ist, den Chamakokos ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Es sollte ihnen besser als den barfüßigen Bettlern der anderen indianischen Stämme auf den Straßen Asunciones gehen, die wild und unorganisiert in dem Park der Hauptstadt bei jedem Wetter mit ihren Kindern zelten. Glücklicherweise gab es noch nie bettelnden Menschen des stolzen Jägerstammes Chamakoko auf den Straßen, und es soll so auch bleiben. Die Prager Verwandten wollten ihren indianischen Verwandten nichts aufdringen, sondern ihnen nur helfen. Es sollte nur eine Hilfe zur Selbsthilfe werden. Nur um die eigenen Wünsche des Stammes zu realisieren, nichts mehr und nichts weniger. Natürlich sollten sie sich erst nach der Ausbreitung der neuen verschiedenen Möglichkeiten und Angeboten entscheiden, von denen die Chamakokos vorher nie träumen dürften. Die Jagd ist jetzt in der Paraguay streng verboten. Das Verbot gilt auch für die indianischen Jägerstämme. Die Chamakokos mussten daher auf den Fischfang ausweichen. Eine Landwirtschaft kannten sie bisher nicht. Doch jetzt, mit Hilfe ihrer europäischen Verwandten, geschieht ein wahrer Wunder. Die Chamakokos realisieren gerade eine freiwillige Kulturrevolution im Eiltempo, nämlich den sehr schwieriger kultureller Wechsel von der Epoche den Sammlern und Jägern, respektive Fischern, zu der Epoche der Landwirten. Dafür wurde ihnen bereits ein großes Viehbestand aus den Spenden der Stiftung Chaco-Makoko gekauft, der sich inzwischen spontan erheblich vermehrte. Ihre Schule, ihre Wasserversorgung und ihre medizinische Hilfe wurden modernisiert. Mehrere jungen Chamakokos beiden Geschlechts dürfen in den sehr guten landwirtschaftlichen Schulen Cerrito und Belé studieren. Dort werden sie in der Landwirtschaft, in der Tierzucht, in der Fleisch-, Eier- und Milchproduktion sowie in der Weiterverarbeitung ihrer Erzeugnisse zu den Fertigprodukten und sogar in den Fähigkeiten, ihre Produkte auf den Markt zu bringen und zu bewerben, ausgebildet. Nach ihrer Rückkehr nach Hause haben die Absolventen aus Cerrito und Belén das Wissen und die Gelegenheit dazu, sich ihre eigenen Felder mit verschiedenen Gemüsensorten und Obstbäumen anzulegen, dort, wo früher nur eine unfruchtbare Savanne war. Die Begabtesten von ihnen studieren sogar an der Universität im Fach Pädagogik und Veterinärmedizin in Asunción, sowie die Humanmedizin an der Uni in Havanna in Kuba erfolgreich. Die erste Chaco-Makoko-Ärztin ist schon fertig. Sie arbeitet bereits zurück bei ihrem Stamm in Chaco.
Herminas Sohn Rodolfo Ferreira Fritsch wurde zum ersten Chamakoko-Schriftsteller. Mithilfe von Ivona Fritsch gab er in ihrem Verlag, Titanic, in Prag sein erstes Buch, Indianska Knizka, heraus. Eine sehr intelligente Neffin von Pavel und Ivona Fritsch arbeitet jetzt in der Nadation Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Sie ist sogar die Chefa de Protección Inmediata. Diese Nadation organisiert eine Hilfe für die indigenen Kinder und Jugendlichen, welche an der Straße leben. Hermina Ferreiro Fritsch starb erst im Jahre 2009 im Alter von 104 Jahren. Sie war glücklich von der Begegnung mit ihren entfernten Verwandten. 9 Jahren freute sie sich von der überraschenden Entdeckung der so guten, so weisen, so helfenden europäischen Familie ihres nie gesehenen Vaters. Sie lebte und starb umgeben von mehr als 200 ihrer Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder mit der dankbaren Erinnerung an ihre Prager Verwandte inmitten einer ganzen Menge wertvoller Erinnerungsfotografien und einer neuen glücklichen Perspektive ihrer großen Familie. Hermina wurde nicht traditionell unter die Erde begraben. Sie ruht in einem oberirdisch gemauerten Grab, den sie sich noch zu ihren Lebzeiten anfertigen ließ.